Moin Moin, hier ist der Olle Hamburger. Heute will ich mich mal in Amerika ein bisschen genügen mit meinen schönen heißgeliebten Freightliner. Ich bin immer so frei gewesen oder was und habe mir mal die Tour in Amerika gegönnt. Nicht immer nur den ETS. Ist alles ein bisschen leise, aber was kann man hier lauter stellen? So, ich werde mir jetzt erstmal einen Auftrag aussuchen. Das heißt, ich bleibe einen Augenblick stehen. Das ist ja sowieso im Moment noch nichts richtig im Gange. Ich muss erstmal meinen Titel da reinmachen, damit er auch dann nachher erscheint. Und dann sehen wir doch mal zu, was wir hier Schönes haben. Wir werden natürlich erstmal etwas wählen, was nicht allzu weit ist. Ja, 324 Meilen, das sieht sich gut an. Was ist das denn hier? Das ist das schöne Dingsbums. Ja, fast 400 Meilen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal einfach diese 400 Meilen. Das sind Metallspulen. Ja, so soll das sein. Da ist er jetzt drinne. Jo, und ich mache mal eben kurz Papiere fertig. In Amerika ist das ein bisschen schwieriger, oder was? Da musst du immer viele Sachen ausfüllen. Und ach ja, ist das alles schlimm hier. Jetzt finde ich meine Papiere nicht. So, jetzt geht's hier langsam los. So, hier sind meine Papiere. Ich muss von Start zu Start, muss ich da immer extra Papiere haben. Und wenn ich die nicht habe, kann das sehr teuer werden. Wollen wir es ja nicht hoffen, dass uns hier sowas passiert. Ja, so siehst du, jetzt haben wir alles das, was wir wollen. So, wie gesagt, ich habe eine Tour. Das sind Metallspulen 19 Tonnen. Von Spokane, Washington, nach Bellingham, auch in Washington. Ich würde sagen, oder was, ich bringe mich mal einfach auf den Bock da oder was und dann lass das losgehen. Ist alles noch nicht so richtig, warte mal. Habt ein bisschen Geduld, Leute, habt ein bisschen Geduld. Es ist alles nicht so schlimm. So. Warte mal, muss ich das immer noch mal anmachen? Habe ich gerade ganz vergessen? Alles klar, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So, hallo, hier sind wir. Wie immer dabei, Kai Karotte, der da oben. Und jetzt schwingen wir uns endlich auf den Bock, damit das auch in Gang kommt, dieser ganze Kram hier. Jetzt habe ich natürlich was gemacht. Jetzt muss ich den hier erstmal anmachen. Das hat keiner Mensch gesehen. Wunderbar. Gehört sich nicht sowas. So. Im Navi einstellen. Vielleicht muss ich ja wieder so ein paar 100 Meilen losfahren, um mir jetzt meine Ware abzuholen. Aber schauen wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. 2 Meilen, das ist ja nicht weit. Wie sieht es aus mit Tanken? Sind ja jetzt gerade so schön hier an der Tankstelle. Das ist meine Garage. Also können wir auch hier tanken. So. Na, los, komm mal in Gange hier. Dauert ein bisschen lange hier.
So, jetzt können wir loslegen. Ich bin jetzt auch auf den Server. Ich bin nicht im Singleplayer. Ich wollte jetzt mal gucken, oder was, ob hier ein bisschen mehr los ist. Man hier ein bisschen mehr sieht, die hier in Amerika fahren. Und dann links abbiegen. Aber sieht nicht so aus. Das heißt also, Biege nach links ab. ach, hier muss ich wieder hier halten oder was? Zu spät gesehen. Das glatt hier. Mal Licht anmachen, sonst schmeißt er mich hier gleich raus. Weil das zu so dunkel ist und ich habe kein Licht an. Meistens sehe ich dann die Warnung da unten zu spät und dann. Was ist das denn? Immer geradeaus. Man sieht auch nicht, ob man hier jetzt noch auf dem Server ist oder ob man schon gekickt ist. Hier fahren so viele Leute, da siehst du keinen. Links Begrüßen halten, wir doch mal die Leute noch links mal alle. abbiegen. Ich habe mir eine Mütze aufgesetzt. Warum? Biege nach links ab. Momentan habe ich ein bisschen Probleme mit meinen Haaren. Die fliegen mir mal ins Gesicht. Demnächst links abbiegen. Und deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, Links abbiegen und hopp. dann links abbiegen. Habe ich gar nicht eben drauf geachtet, wäre ich meine da voll reingenascht oder was? Biege nach links ab. Ach hier, ich wollte gerade sagen, du musst das Tor aufmachen, damit ich da weiter kann. Es ist vorbei. Es ist vorbei. So, immer wieder dasselbe nochmal auswählen. Wo sind meine Spulen? Da. Auftrag annehmen. Jupp. Wo stehen die guten Dinger? Hinten. Die stehen ganz hinten. Jetzt müsste ich den ja gleich sehen. Ach, da liegen sie ja schon. Den hätte ich auffahren können, aber. Ich wollte heute Spulen fahren. Ist er das? Jo. Ob das wieder was wird, wollen wir mal gucken hier. Uns Jo, loslegen. das wird immer besser. Das wird immer besser. Ach so, ich muss ja noch mal. Noch, ach, die Scheiße, habe ich ganz vergessen. Der. Das habe ich ja ganz vergeben. Siehst du, es ist ganz anders, wenn er jetzt schon aufgesattelt ist. Ich muss mir hier auch noch mal so ein kleines Ding da machen oder was, damit er nicht andauernd immer diese. Karte da sieht oder was. Solange, wenn man die eine Karte hier unten sieht.
Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Großartig halten braucht man hier im Moment nicht. Bei dem Singleplayer, da hast du wenigstens... Oh, das war das Schild. Auch egal. Demnächst rechts abbiegen. Weil hier Multiplayer siehst du, wenn jemand kommt oder das, wenn da jemand steht. Ja, normal wollte ich heute ja gar nichts machen. Aber man kann einfach nicht lassen. Scheiß Haare jetzt. Wissen, man macht sie nicht Glatze oder was? Immer geradeaus. Hier ist es noch nicht. Das ist noch ein weiter. Hier müssen wir noch mal ein bisschen warten. Nichts mit Pause machen. Weiter geht's. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier haben wir jetzt 14.15 Uhr nachmittags. Maptime Amerika. Bitte links halten. Mal sehen, ob man das hört hier. Also ich habe so einen kleinen Begrüßung-Channel-Jingle gemacht für Begrüßung. Moin Moin, hier spricht der alte Hamburger wieder. Hamburg grüßt den Rest der Welt. Und ich begrüße auch alle hier auf meinem Channel. Habt Spaß. Den habe ich mir selber aufgenommen. Jo, 390 Meilen sind zu fahren. Jetzt muss ich ja wieder vorsichtig sein. Das sind ja dies jetzt wieder Meilen und nicht Kilometer, so wie gestern. Aber das kriegen wir auch noch irgendwo hin. Ein bisschen langsam fahre ich hier, würde ich sagen. Kann man ein bisschen schneller machen. Mal gucken, wenn alles gut geht bis 20 Uhr. Dann mache ich mir schon fertig für meinen Platz. Ich glaube, da ein bisschen schönen Film. Wargames. Ja, wie heißt das Wargame? Ne, Warcraft. Warcraft. Ich habe den schon mal gesehen, ich finde ihn klasse. Der ist einfach gut gemacht.
Ich glaube, das alles andere, das ist wohl diese komischen Viecher da, das sind wohl alles Animationen. Da muss ich sagen, das ist so klasse gemacht. Muss man gesehen haben. Muss man nicht mögen, aber ich mache ihn. Da hier ist ein Fluss oder da ist die See. Ne, die See kann es nicht sein. Das kann ein riesen Kanal sein, der da irgendwie hinführt zur See. Weil da, oh, das ist nur ein großer See. Wo schön Fische drin sind. Irgendwann muss ich hier schon mal gewesen sein, weil da vorne ist alles gelb. Don't drink and drive. Hört sich geil an, wenn du da jemand begrüßt mit dieser Hupe hier. Aber dieser blaue Punkt sagt mir, dass ich noch nicht von Server gekickt wurde, weil ich kein Licht an hatte. Also, alles gut. Bitte links halten. Schnee, 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 Schnee. Muss mal gucken, ob ich den rauskriege, den Vogel mit dem komischen Mod hier mit Schneebord. Ich mach den nicht. Alles andere sieht dann richtig ein bisschen bunt aus. Aber das ist ja richtig trist. Schlimme ist noch, jetzt wird es gleich wieder dunkel. Und dann fahre ich wieder im Dunkeln. Was ich so liebe, ob in Game oder in Realität, ich mag nicht im Dunkeln fahren. Aber ich muss sagen, auf dem Server ist das heller im Stream, als wenn ich Dixos mache, als wenn ich mit dem Mod fahre hier. Die Mods machen das alles so dunkel.
Echt, das ist ja noch einsamer, als wie ich da gestern war, Mensch, das Kind. Gestern waren etwas über 2.000 oder 3.000 auf dem Server gewesen. Hast zwar auch kaum jemanden gesehen, aber hier siehst du nun gut keinen mehr. Und Krümel, die sich rum, bestimmt irgendwo Las Vegas runden. Da machen sie immer ihre so privaten LKWs-Rennen. LKW-Rennen, nicht LKWs-Rennen. LKW-Rennen. Ab nächste Woche soll es ja wieder ein bisschen wärmer werden in Hamburg. Schade drum. Ich hätte es gerne noch gehabt, wenn so 2, 3 Wochen richtig schön kalt und nackig sind. Wer oder was und ein bisschen Schnee draußen ist für die Kinder, damit sie spielen können da. Wir haben Spielplatz, haben wir hier so mit ein paar Hügel. Und wenn du jetzt so rausguckst, ist es richtig herrlich, wenn du siehst, wie die da rumtoben, da Schlitten fahren oder rumglitschen da auf ihre Eisbahn, die sie angelegt haben. Das ist. Geht an das Herz auf. Und jetzt soll das alles wieder vorbei sein. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Das ist auch mal schön, wenn du da reinfährst. Dann kannst du den Film ablaufen lassen. Von der Aussichtsplattform da. Und dann zeige ich das noch ein bisschen die Gegend. Habe ich versäumt eben, schade. Jetzt kommen wieder diese hübschen Brücken hier. Schauen wir doch mal da draußen, wie das aussieht an der Brücken. Sieht einfach top aus. Nee, wie gesagt, jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer und dann ist das alles vorbei. Und wenn es so schön Frost noch wäre und Schnee wäre. Dann würde das ganze Kropfzeug oder was, das würde dann alles kaputt gehen oder was, diese, was weiß ich, Fliegen und sowas alles. Und man kann so schön, wenn das draußen kalt ist und Schnee draußen ist, hat man immer eine Ausrede, komm, wir bleiben heute zu Hause, das ist viel zu kalt. Und dann kann man sich hier so schön am Kasten ransitzen. Kann ein bisschen Rennen fahren, ein bisschen trainieren. Gewisse Zeit kann man dann so schön, wie heißt das? Was ist hier los? Jetzt ist doch eine Versammlung hier. Ach, die machen nach Howling-Rennen, links uns hier, Covid-19. Ja, das glaube ich, das ist glaube ich noch bis morgen, dieses Covid-19. Und dann ist das Event auch wieder vorbei. Soll ich mal wieder was Neues einfallen lassen? Das finde ich gar nicht schlecht.
Schluss eine Aufgabe, so und so viel muss ich denn da durch die Gegend fahren. Da bin ich mal gespannt, ob ich da gleich auf die Waage muss. Wo ist das gute Stück da vorne? Okay, lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Neu berechnen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt. Dankeschön. Immer geradeaus. Kommt da was? Nee. Können wir durchziehen. Irgendwie geht das ein bisschen bergauf, oder was? Der verliert an Schwung, der Vogel hier. Komm, Kollege, du hast genug PS, da hochzukommen. Hat ein Kürbisfeld da oder was ist das? Schön sieht das hier aus mit den Bäumen und den Bergen hier. Ist das so glatt draußen oder was? Das fühlt sich so richtig an, wenn du da so in der Kurve fährst oder was, dann denkst du, die Vorderräder rutschen weg. Oh, da kommt einer angedüst. Oh, das sind die Leute, die immer so eigentlich über die Map rauschen hier. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Wir haben 60 angesagt. Ich fahre 55. Hab schon ein ganzes Ende geschafft von meiner Strecke. Und ich gucke mir das ja alles ein bisschen so an. Und aufpassen, was ich hoch noch. Damit ich hier nicht von der Platte fliege.
Entschuldigung. Hey, das sieht hier ja auch wieder top aus. Entschuldigung. So was mal leiden. Ach, Multiplayer, der drosselt das von alleine, glaube ich. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Uhr Map Time. So sieht das aus, wenn es dunkel ist in Seattle. Diese Spur ist nur für Ausgang, für Ausfahrt. Also müssen wir rüber. Bitte links halten. Schon dabei, Mädel, schon dabei. Links halten. Vancouver. Aber erstmal geht's nach Everett. Das ist hier die Stadt Everett. Ganz schön Fummelkram, da haben wir die ganzen Straßen da. Da einer klar kommt mit. Oh. So, noch knapp 60 Meilen. Dann haben wir. Wo ist das? Wegestation kommt erstmal. Die Aussichtsplattform habe ich diesmal nicht gesehen hier. Na egal. Ich muss da ein bisschen mehr aufpassen, diese Aussichtsplattform. Jo, komm ja.
ist das gute Ding hier. Ah, hier gibt es zwei Stück. Einen da drüben, einen hier. Immer geradeaus. Das ist aber auch nicht gerade so umweltschonend. Wenn du so durch die Gegend fährst und in eine Geschwindigkeit, dann haust du doch bestimmt weniger Schadstoffe in die Luft, als wenn du jedes Mal anfahren musst wieder. Ja, die Amos sind stur hier, die grüßen dich zurück, aber egal. Man macht das ja auch an der Sicht nicht. Ich habe kaum, sagen wir mal, einen LKW-Fahrer unterwegs gesehen, der seine Kollegen andauernd begrüßt. Ich glaube, hier macht man das nur oder was, damit man so ein bisschen den Ton so schön hört. Oh. Was war das eben? Ist da irgendwas passiert? Nee. Keine Ahnung, was das wieder ist hier. Will er mal kurz halten hier. Das war dummes Zeug. Irgendeinen Knopf habe ich hier gedrückt, aus Versehen. Ein Blödsinn. Ich will mal sehen, ob das auch funktioniert, was ich mir hier so zusammengetüdelt habe. Jo, das geht alles. Braucht man das nicht immer sprechen? Habe ich mir mal so auf eine Taste gelegt hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann brauche ich das immer nur noch zu drücken, wenn ich das mal reinhaben will. Nimm die Ausfahrt rechts. So, jetzt will ich mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich komme jetzt in die Stadt rein. Links halten und dann links abbiegen. Irgendeine Errungenschaft habe ich hier wieder mal. Biege nach links ab. So viele fahren jetzt immer durch. Dann haben sie die Strafen ausgestellt und so. Und eine rote Ampel kommt und man sieht links und rechts keine gelben, blauen Punkte. Dann nageln die einfach durch. Und ich bleib stehen. Jetzt bin ich auch gleich da. 2 Meilen noch. Soll das denn überhaupt nach Bellingham gehen? Ist das dann nicht richtig? Jo.
geradeaus. Ah, das war eine schöne Tour, sagt sie gleich. Und da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, eine Stunde da noch, glaube ich, kann man ruhig doch noch eine kleine Tour fahren. Wie gesagt, ich will mir da hier schön den Film angucken. Warcraft. Warcraft. The Beginning. Oder The Beginner. Oder irgendwie so hieß das Ding. Wollte gerade sagen, da kann man langsam losgehen hier. Ach. Wir fahren in die King Street. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, wie in Amerika das machen. So, erstmal stehen bleiben. Dann gucken, kommt da was. Kommt nix. Kannst du los. Dürfte sie in Deutschland nicht machen. Haben sie ja, manche Ampeln sind das ja zwar noch mit abbiegen, wenn der Gegenverkehr ist. Der Querverkehr ist. Aber. Das war ein letzter Moment. Zählt nicht. Aber ich glaube, hier lernen sie das nicht. Hier sind sie nur auf Kraft aus. Menschen Pencil erlebe. Nach links ab. Biege nach rechts ab. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ist das hier eine Schiffswerft oder was? Haben sie alle ihre Boote da eingepackt für den Winter? Hier endet es. Schön. Yeah. So, wollen wir sehen, wo das endet hier. Das machen wir. Was geht hier immer an und aus? Das ist nicht so schön. Das ist ja gut gemacht. Jetzt ist Schnee, da jetzt ist es ein Grün. Also müsste das jetzt weiß werden, wa? Nee, das wird nur noch grüner. So. Erste Tour vorbei. Erste Tour vorbei. Ausgezeichnet. So, verkrübeln wir uns erstmal in unser Büro. Und dann fragen wir mal nach, was die hier haben oder was für uns. Portland nach Oregon. Oder nach Idaho. Ein Boot. Ich nehme das Boot. So ein komisches Ding brauche ich nicht immer. Ich nehme mal Boot. Das Boot nehme ich. Bellingham, Washington. Cœur de Allée. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber. Wir kriegen gerade die Papiere rein. Jo. Preis stimmt auch ungefähr. Was kriege ich? Knapp 80 Dollar die Meile. Das lohnt sich ja richtig ein bisschen.
Wie Meilen sind da 411. Jo, ab in die Kiste damit und dann fertig geht's. Los geht's. Wird mir erstmal noch ein bisschen Entenwein reinhauen. Das ist immer gesund. Morgen werde ich eine Babyflasche haben hier. Mit sonst Strohhalm drin. Schiedigol. So. Ich werde mal den Auftrag annehmen. Dann steht er da hinten irgendwo. Klasse. Und dann werde ich mal wieder loslegen. Werde mich auf den Bock schwingen. Und dann geht los. Habt Spaß weiterhin. So, jetzt mal schnell hin, sonst klaut er mir noch das Boot. Kommt nämlich gerade einer rauf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder was, aber ich glaube, wenn der die Fracht auch annimmt, fährt er dahin und klaut mir das Boot nachher. Zeit zu gehen. So schnell ist er angehängt. Kann er wohl nicht wahr sein. Ja, dann fahren wir mal hier raus. Manuel. So, ich werde mir jetzt immer meine Fracht hier anschauen, weil das sieht ja doch immer besser, bisschen besser aus, wenn du, aber man sieht ja so wenig, man sieht ja so wenig. Das ist schade. Ja, das ist ein Nachteil, wenn man nachts fährt oder was. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, was sagt meine Fracht hier? Sea Horizon, von Sea Horizon to Nacht Sea Horizon. Cargo ist ein Boot. Klasse. Den ich soll alles feststellen. Cargo ist ein Boot. Biege nach links Ich habe ab. 8 Tonnen. Das ist nicht viel. 411 Meilen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Dann kommt das ja genau hin, oder was mit meiner Zeit? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ist ein kleines Boot, aber ist ein Boot. Ist nicht so eine große Riesenjacht. Aber wir gucken sie die Rechts Fracht nachher halten nochmal an, und dann rechts wenn abbiegen. das ein bisschen heller geworden ist. Biege nach rechts ab.
Hier ist eine Ampel, das heißt, erstmal den Querverkehr. Ist nix. Also auf geht's. Ich stelle mal doch mal ein bisschen Fernlicht an, wenn man ein bisschen mehr sieht oder was, denn jetzt wird es ja doch langsam richtig zappenduster. Und so ein schwarzes Loch brauchen wir nicht, um das zu übertragen. Also, so seht ihr wenigstens noch ein bisschen, wenn es auch nur viel Schnee ist, aber es ist ein bisschen heller. Jedes Ding muss ich hier mitnehmen. Ein bisschen bekloppt hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Biege nach rechts ab. Nein. Ich muss hier vorne hin, Mädel. Aber dann kann man Blinker ruhig mal ausmachen. Der braucht nicht so lange rumtüdeln. Siehst du, die Mütze ist schon wieder zu klein oder was, weil die Haare zu viel sind. Meine andere Witze aufsetzen. Kann ich hinten besser einstellen. Scheiße ist das doch. Das Einzige, was ich jetzt mal gleich machen werde, ich werde mein anderes Licht da anmachen. Komme ich da am besten hin jetzt? Am besten komme ich hin, wenn ich einfach anhalte. Aua. Ah, diese scheiß Ohr hier, bin er hier. Ja. Jetzt bin auch ich wieder ein kleines bisschen mehr zu erkennen. Ist hier im Moment keiner hier auf der Autobahn. Habe ich mir natürlich alles verstellt hier. So. Ich
glaube, mein Mikro macht eine kleine Macke hier oder was? Können wir nicht schon wieder eins kaufen? Bitte links halten. So, morgen geht die Woche wieder von los von vorne an. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt muss ich mich links halten. Glaube ich jedenfalls. Yep. Bitte links halten. Komischer Schlinger da, um da auf der, wieder auf der Autobahn zu kommen, oder was soll der Blödsinn denn? Ah, das ist hier. Hochgebaut, die Straße. Das ist ja auch wieder geil. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. So, jetzt muss ich aufpassen, links halten. Ah. Das sowas habe ich auch in Berlin gesehen hier. Da fährst du mitten in der Stadt, fährst du da irgendwo einen Tunnel rein und dort von da aus. Da geht jetzt. Boah, an wie vielen Straßen kannst du da wieder rauskommen, wenn dieses Kind? Das ist so geil gemacht. Wenn meine Tochter nicht schon länger da wäre, dann hätte ich mich total verfahren. Mal wieder links rüber. Einmal links, einmal rechts. Hier wachsen die Bäume schon wieder aus der Straße raus. Ja, gestern war auch geil gewesen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Gerade im Multiplayer habe ich das nicht erlebt. Da standen zwei LKWs in der Ausfahrt. Einer ganz oben und einer mittendrin. So, das man gesehen hat, so meine Punkte. Ich dachte einfach mal Vorsicht, der da in oder was, weil ich musste da auch gerade raus. Na gut, der erste, der stand vernünftig da. Und der zweite, hat sich wahrscheinlich, war ein bisschen zu schnell oder was, und dann stand er da im Rasen da, halb im Wald. Da habe ich gedacht, ach, da kommst du dran vorbei oder was, und dann bin ich vorbeigefahren und genau hinter den LKW, was liegt da? Quer über die Straße liegt ein Baum. Bin ich natürlich voll reingenascht.
Da habe ich mich vielleicht erschrocken gehabt. Da hatte ich gleich 7% Schaden gehabt. Aber das habe ich noch nie gehabt, oder was? Dass dann mit mal ein Baum quer über die Straße liegt. Wahnsinn. Aber öfter mal was Neues. Wird nicht langweilig. So, wie spät haben wir das jetzt? Wir haben jetzt 19 Uhr Amerika Map Time. Wann soll ich da sein? 24 Uhr. Aber eins muss ich sagen, ich habe hier schon viel mehr LKWs rumfahren sehen, wie gestern auf die Europakarte von Truck Simulator. Hier ist immer so richtig was los, muss ich sagen. Aber ich sage mal, die sind immer bestimmte Ecken, sind die so Las Vegas da unten, San Francisco. Da kreuchen die alle rum. Und wie ich schon gesagt habe, da machen sie dann ihre LKW-Rennen. Und dann musst du da durchfahren und dann boom, dann hauen sie dich von der Platte. Ja, muss bestimmt gleich wieder darauf. Das ist schon wieder eine Wiegelstation. Nee, ich darf durch. Klasse. Heute muss ich auch sagen, ist ein bisschen leise hier alles, ein bisschen ruhig. Sonst habe ich immer so zwei, drei von meinen neuen türkischen Kollegen hier. Die gucken dann auch mal ab und zu mal rein, aber wahrscheinlich sind die so im Stress, dass sie heute alle lernen müssen. Die haben keine Zeit. Die sind alle in Berlin und studieren da. Dann auf der Uni. Aber normalerweise haben die doch auch zu achten, machen ja Dings uns hier. Über Internet. Ja, muss ich heute mal ein bisschen alleine fahren. Und da sind jetzt auch schon wieder nur 200 Meilen knapp. Aber wie gesagt, es ist ja auch keine Fracht, keine richtige schwere Last hinten drauf. Bitte links halten. Das sind ja knapp 8 Tonnen. Und da kommt er schon, wenn er mal ein bisschen Berg hoch geht, da kommt er dann besser hoch. Krabbelt er nicht wie so eine Schnecke da hoch.
Aber so im Dunkeln sieht man auch nichts vom Wagen hier. Nur das Armaturenbrett. Es wird auch nicht später. Wir haben 19:30 Uhr erst hier. Ich war doch eben erst 19 Uhr und etwas. Fahren wir hier Reality Time oder was? Dann haben wir ja ein paar Stunden vor mir bis 11. Oh, rutschig. Rutschig. Lass uns noch rüber treiben. Können ja auch ein bisschen da bremsen oder was. Man muss ja nicht so durch die Gegennagel hier wie so ein Blöder. Guck mal an, das ist das richtig schwarzes Loch da vorne. Scheint doch ein bisschen glatt zu sein auf der Straße. Ich würde ja mal gerne hier eine Vollbremsung hinlegen, aber dann mache ich wahrscheinlich die ganze Ladung kaputt oder was. Das ist fast die gleiche Zeit, die wir hier in Deutschland haben. 19:50 Uhr und wir haben hier 19:10 Uhr. Wow. Die paar Minuten Unterschied. Gut angepasst die Zeit hier. Bei uns ist es ja auch dunkel jetzt. Ja. Ach, morgen muss ich auch noch mit Doktor gehen, mit stimmt ja. War die ganzen Tage krank gewesen. Und kommt Arzt hier oder was, dann haben wir diesen, wie heißt sie, diesen Corona-Test gemacht. Toi, 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 toi. Ich mach mal so hier am Kopf hier, toi, toi, toi. Kein Corona gewesen. Nur eine starke Erkältung. Jetzt ist das. Morgen muss ich dann noch mal wieder hin. Und dann will er den zweiten Test machen.
Jo, man macht schon was mit. Ich glaube, diese Zeit hier, diese Corona-Zeit, die prägt uns alle, ob jung und alt. Geduldige Menschen werden gezeigt und ungeduldige Menschen erst recht. Menschen, die immer nur an sich selber denken. So wie gewisse Leute, die sich vordringeln, wein, impfen. Die Alten warten drauf und die ergattern sich das. Die müssen normalerweise mit der großen Strafe belegt werden. Die müssen die ganze Impfung, die sie gekriegt haben, den Impfstoff und alles müssen die selber bezahlen. Das heißt auch das ganze Drum und Rum, was dafür gebraucht wird, Leute zum Impfen, die müssen alle von denen selber bezahlt werden. Das müssen ja ein paar hundert Euro sein. Wir warten darauf, dass die 80-Jährigen und die Schwestern und die Ärzte und so alles geimpft werden. Und warten darauf, dass wir als 70-Jährige drankommen. Kommen nicht dran, weil die uns die Impfstoffe wegnehmen. Polizisten, Feuerwehr, Arztwagen, Notarztwagen, die müssen alle zuvor auch mit sofort geimpft werden. So wie die Alten, die jetzt dran sind, so die 60, 80, über 80-Jährigen. Auch die müssen, weil die Polizisten sind auf der Straße und müssen sich mit vielen solchen Leuten abgeben oder was, die keine Einsicht zeigen. Oh, 64 Meilen noch. Muss ich ein bisschen weiter quatschen, dann geht das, glaube ich, schneller. Da haben wir jetzt Februar. Ich schätze mal, dass wir, die 70-Jährigen, wahrscheinlich erst so Ende März ankommen. Ach ja. Das heißt, dies Jahr wieder kein Urlaub fahren. Dies Jahr wieder zu Hause bleiben. Und andere, die fahren nach Dubai, weil sie die Kohle haben und meinen, die könnten ja sich über alles hinwegsetzen. Oder müssen gerade müssen unbedingt in die Osterferien fahren, wenn es geht, noch nach Mallorca. Oder Spanien, Italien müssen sie unbedingt hin. Und wenn die dann wieder zurückkommt, dann fängt der ganze Mist wieder von vorne an. Warum wir den ganzen Mist wieder mit hierher bringen? Alle, die in Urlaub fahren, die müssen, wenn sie zurückkommen, rein im Bus und müssen dann sofort irgendwo da, was weiß ich, Kaserne oder was, müssen die hin, 14 Tage Quarantäne. Gar nicht, und dass sie gar nicht erst wieder auf die Straße kommen. Testen und Quarantäne schicken. Ab in die Kaserne. Abschließend fertig. Und jeden Test, der da gemacht werden muss, der muss dann sofort bezahlt werden. 120 Euro. Wir können auch nicht in den Urlaub fahren. Warum müssen die denn unbedingt? Ich muss in den Urlaub fahren, ich brauche Erholung. Ja, die anderen nicht, oder was? Bitte links halten.
21 Meilen, Leute. 21 Meilen. Wie lange fahre ich denn jetzt schon? Müssen wir gucken. Ich fahre ja gerade eine Stunde, 20 Minuten hier selbst. Bitte links halten. So, hier geht's gleich schon raus, denn das ist es ja nicht mehr weit. Immer geradeaus. Jo, jetzt muss ich wohl noch mal halten. Ach, da ganz vorne ist ja die Flagge auf der rechten Seite da. Wieder eine so eine Superleitung, ja. So eine Stotterleitung. Aber ich glaube, die merken das gar nicht, wenn wir die fahren, dass sie so stottern. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ist keiner da. Jo, und wie das aussieht oder was? Wieder ein Auftrag erledigt ohne Schaden. Das ist immer die Hauptsache. Das ist mein Anliegen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Aber sag mal, wieder schön so ATS zu fahren. Ach komm, hier ist so ein kleiner Yachthaufen oder was? Das war eine schöne Fahrt. Jo, muss ich auch sagen, das war eine schöne Fahrt. Ich den nehmen, wo geht denn? Ja, gut, machen wir. Und dann wollen wir mal gucken, ob der hier irgendwas hat.
Absatteln, fertig, Tour vorbei. Das gefällt mir. Ab ins Büro. Und dann gucken wir mal weiter. Sehr schön. Das ist das 345. Oh, was ist das denn da oben? Ein Kranwagen. Das ist die gleichen Ecke? Nee, nach Everett. Und da war ich hier gewesen. Everett, bin ich ja durchgefahren. Ein Kranwagen. Wie Tonne da? 35 Tonnen. Der hat ja nur eine Tonne hier. Was ist da denn? Ankerboje. Mein Gott. Eine Tonne. Ich nehme sie oben. Scheißegal. Ob ich den schaffe oder nicht. Aber der bringt ordentlich Kohle. 92 Dollar pro Meile. Nehmen wir doch einfach an. Ja, fortfahren. Irgendwie wird es schon klappen. Wo steht denn? Ach, da steht gleich da hinten. Ach ja, ich habe ja geguckt, oder was? Ich glaube, das kann nur in die Hose gehen. Tja, Leute, ich habe jetzt einen Auftrag angenommen mit dem Kranwagen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt da tatsächlich schaffe oder nicht schaffe. Weil der war, glaube ich, 35 Tonnen gewesen. Mein Ding hat ja zwar genug PS, aber ich sag mal, schauen wir. Hier ist der Auftrag, rein in die Kiste und wieder rum auf den Bock. Letzte Tour für heute. Und dann so ein Elend. Tonnen, ja, Kranwagen. Oh, ich soll mal gucken, wo ich anhänge. Das wird diesmal nichts. Fertig zum Losfahren. Schnallappe. Ich schmeiß mich weg. Jo, machen wir uns auf den Weg. Wie sieht das eigentlich mit Sprit aus? Ja. Irgendwo nächste Tankstelle mal tanken. Das sind zwar nicht viele Kilometer. Wie viel sind das? 353. Ui, da steht irgendwas. Das ist so ein Mist, wenn nur im Dunkeln hier fahren, du. Kannst nicht sehen oder was? Ah, ich muss mir jetzt die Rundumleuchte anmachen. Das wird was werden, der kommt doch gar nicht in die Füße. Boah. Ich schmeiß die Leute gleich weg. Abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach, der hat hier gar keine Liftachsen oder was? Ich hole mal lieber ein bisschen weiter ausholen oder wird da. Keine Ahnung. Warum bin ich so verpicht auf die Kohle? Hätte doch die andere Tour nehmen sollen. Die war leichter. Demnächst links abbiegen.
Oh, hier sind wenigstens ein paar Lampen an. Die Straße klein, die ist ein bisschen beleuchtet. Aber wie es aussieht, kommt er ganz gut hinterher. Einmal mal quer über den Kernstein, auch egal. Muss er abkönnen. Drüben könnte ich mir ein paar Donuts holen jetzt. Immer geradeaus. Ach ja. Oh, jetzt noch mal ein bisschen Wein rein hier. Guck mal, jetzt so schwer da hinten, da zieht mich gar wieder zurück. Muss man alle Gänge durchhauen, ja, alle 12. Komm, Junge, jetzt kann es aber weitergehen hier. Schlaft ihr oder was? Geh doch. Links halten und dann links abbiegen. Wird wohl noch mit Hand umgeschaltet hier, wa? Biege nach links ab. Machen wir doch einfach mal. Oh, so rot. Na gut. Halbe Meile ist wieder so eine Wiegestation. Der holt mich diesmal bestimmt raus. Nee, ich darf weiter. Ich darf weiter. Bitte links halten. Ich bin auch schon links, Mensch, es geht nicht. Ich habe sie vorhin schon einmal entschieden. Ah, tanken wollte ich. Danken, 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 danken. Hätte ich schön runterfahren können, tanken, wenn du wieder ruf. Ach, Mist, hab ich vergessen. Das ist nicht so gut. Ich glaube nicht, dass sie da, wie viele Kilometer, das 350 Kilometer, 330 noch mit dem Tank da Bitte auskommen. links halten. Hier in Amerika, glaube ich, sind auch ganz wenige Tankstellen auf der Autobahn. Oder an der Autobahn. Nicht auf der Autobahn, an der Autobahn. Der sagt, ich soll darüber gehen, dann fahre ich darüber.
Aber 4 Kilometer habe ich ja ein bisschen noch nicht runter mit dem Tank. Ich hatte ja vollgetankt gehabt. Mit Chance könnte das klappen. Aber wie gesagt, sollte hier an der Autobahn eine kommende Tankstelle, da gehe ich doch trotzdem drauf. Rechte Spur zu Ende. Das heißt, ich muss gleich rüber. Das ist echt nur ein Schwaddeslauf. Was soll das? Das ist ja nun nicht schön. Will mal gucken, ob ich den mal draufschmeiße. Der nervt. Ich glaube, momentan habe ich meine Sachen hier alles so richtig schön eingestellt. Wenn ich so gucke, meine CPU ist jetzt eine Auslastung von, was ist, von 10%. Das ist gar nichts. Das ist tote Hose. Ich habe eine Übertragungsrate von 6100, 6200. Was will ich mehr hier? Das läuft hier richtig. Guck mal, da hinten ist auch wieder eine Tankstelle. Scheibenkleister. Bitte links halten. Ich glaube, irgendwann muss ich auch mal wieder in die Werkstatt. Reifen werden langsam ein bisschen rot. Hinter mir kommt einer angeschlichen. Nee, das der biegt ab, ein Glück. Auch oh, jetzt so richtige schöne Country-Musik hier hören. Würde so richtig ein bisschen Unterhaltung sein.
Hier geht's auch immer nur geradeaus, immer nur geradeaus. Ist auch ein sehr, sehr, sehr weites Land, Amerika. Nicht so wie Deutschland. Da hast du alle Augenblick was zu sehen. Da hinten kannst du wieder zum Pennen gehen. Ich glaube, das geht gar nicht hier, ne? Habe ich noch nie ausprobiert bei einem Multiplayer. Dass du dich da, wenn es so dunkel ist, jetzt sagen wir da 8 Stunden hinlegst und pennen. Und dann stehst du auf und dann ist Tag. Ich glaube, das geht gar nicht. Der Server ist, glaube ich, so für alle eingerichtet. Die jetzt fahren, die fahren alle im Dunkeln. Jetzt kommen die 35 Tonnen zum Vorschein hier für den LKW. Jetzt will er nicht mehr. Berechnen. Ach, hier muss ich hab's ja nur wenden. Eis kann ich mir auch nicht kaufen. Ach, da ist er. Kann man gleich. So, jetzt tippe ich einfach mal hier drauf. Und dann siehst du leider nur im Dunkeln alles. Schade. Da können wir darauf verzichten. Das bringt nichts. So, jetzt mal, glaube ich, erstmal ein Stück zurück, sonst ditche ich den Eiswagen hier noch eine. Hätte ich mir sparen können. Dann wollte ich mal die schöne Aussicht hier zeigen. Tut mir leid, tut mir leid. Callbox. Ich sehe das nicht, aber es könnte ein Schild sein. Egal. Nun wollte ich euch mal was anderes zeigen hier, was Gutes tun. Eine schöne Aussicht.
Es ist für dunkel. Und nun sehen Sie, was Sie nicht sehen, links und rechts, den Colorado River. Wieder so eine scheiß langgezogene Kurven oder was? Ach, klingelt er denn wohl? Hip und Mann in Ruhe oder was? Die Mütze ist scheiße. Ach, sitzt nicht, die Haare machen, was sie wollen. Die gucken hinten raus, vorne raus. Mittlerweile haben wir es jetzt 11 Uhr abends, also 23.20 Uhr, Amerika Map Time. Guck mal, da ist auch schon wieder einer. Der könnte bei mir raufkommen. Vierter Zack, und dann kommt er hier gleich rauf. Die Hauptsache ist, er lässt mich in Ruhe. Sagt mir der, dass da vorne eine Tankstelle ist? Sagt er mir nicht. Da sei er schon. Und da geht er auch schon wieder. Könnte einfach gerade durchfahren. Nee, er biegt ab. Das ist bestimmt so einer, der hier die Städte frei fährt. Ja, wie es aussieht, langt das wohl mit dem Sprit hier. Es wird knapp. Normalerweise fahre ich nicht so. Fahre normalerweise immer auf Sicherheit. So, mal gucken, muss ich da diesmal rauf? Nee. Ich habe echt Schiss, echt Schiss, dass mir der Sprit ausgeht.
Den würde ich nachher auch so abgeben, oder was? Gleich vorne an die erste Option, die es da gibt zum Abliefern. Ich muss da mal wieder hingucken. Tankanzeige. Aber ich glaube, wenn es kritisch wird, dann macht sie, die wird sowieso rot denn. Aber dann kann das zu spät sein. Sind 79 Meilen noch, knapp 80 Meilen. Und er ist schon im letzten Point da unten. Bitte mal die Taganzeige. Also wenn ich da bin in der Stadt oder was, dann zwei Dinge sofort. Tanken und Werkstatt. Immer wieder ein heiles Auto fahren hier. Jo. Wir fahren auf der Autobahn, wunderbar, wie wunderschön. Können richtig rasen, schneller wie die Hasen. Das muss ja ein Tag, muss ja das hier so richtig hübsch aussehen oder was? Werden denn ist draußen mal ein bisschen heller wieder. Habe wieder so eine komische Fliege auf meinem Monitor da. Dreiundvierzig noch. Trau den Frieden immer noch nicht. Seattle. Oh ja, hier waren wir ja schon mal vorhin. Die eine Stadt hat, glaube ich, die lag da irgendwo in der Nähe von Seattle, wo wir jetzt hinfahren. Wie heißt das Kaff dann eigentlich? Everett.
Kommt keiner, können wir durchziehen. Oh, ist das heute ruhig hier. Ja, es wird auch mal die letzte Tour sein. Morgen schauen wir mal. Morgen weiß ich nicht. Morgen habe ich viel zu tun. Dr. Pillermann gehen. Madame will bestimmte Sachen eingekauft haben. Ja, eine ganze Zeit wieder unterwegs. Und dann lasse ich lieber ein bisschen zu Hause. Die Zeit ist ein bisschen zu unsicher. Und da habe ich sie doch lieber zu Hause. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich kann mich immer noch ein bisschen besser durchsetzen wie sie. Weil sie macht das nämlich nicht, Biege nach rechts ab. wenn ihr einer zu nahe kommt. Ich mach die Typen ja mal gleich an oder was, dass sie mir gleich aus dem Weg gehen. Und darum lasse ich die lieber zu Hause, denn gehe ich eben einkaufen. Und ich muss sagen, das mit der Tour klappt wunderbar. Ich bleibe in meiner Zeit. Habe auch gleich meine 2 Stunden. Das wird vielleicht ein kleines bisschen weniger. Vielleicht kommt das hier noch genau hin auf 2 Stunden. Auf alle Fälle Bitte links halten. kann ich gleich in Ruhe meinen Film gucken. Und dann schauen wir mal. Was morgen ist, weiß ich noch nicht. Ich habe auch noch nichts eingetragen. Sollte ich irgendwie was eintragen, könnt ihr mal gucken. Oh, guck mal, dieser Flughafen. Geil, habe ich gar nicht gesehen. Wie gesagt, oder was? Sollte morgen irgendetwas sein. Kommt Rechts rein, halten guckt nach. und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ist ja auch ein bisschen angemeldet oder was, das könnt ihr dann lesen. Nimm die Ob ich Ausfahrt jetzt rechts. in der Info einschreibe, weiß ich noch nicht. Weil nichts Genaues weiß ich nicht. Das hört sich gut an, ja. Aber wie sagt Franzl immer, sie kommt einen schönen Aussichtspunkt wieder entdeckt. Bitte Hätte mal wieder rechts schön. halten. Wie Franzl immer sagte, da wird, schauen wir mal. Demnächst rechts abbiegen. Mein Gott, wo wollen wir nicht denn hier? Biege nach rechts ab. Ja, geil, wenn der mir jetzt das ganze Ding da freischaltet, die ganze große Fläche da. Wäre ein Hammer. Da oben einparken brauche ich nicht. Auch ganz da hinten. Ich mach das mal einfach.
Tatsächlich, die ganze Fläche ist eingefärbt. Jetzt muss ich nur noch meinen Parkplatz finden hier. Das muss da hinten sein. So, hier ist das jetzt ein bisschen hell. Mit Chance, ja, da können wir ihn sehen. Nehmen wir diese Seite. Sieht doch geil aus. Schönen Kranwagen. Machen wir mal drei Pitcher von. Wunderbar. So, das Allerschönste ist hier. Jetzt mal gucken. Ja, da ist es. Dass hier nachher gleich eine Werkstatt gibt. Ja, Werkstatt in Schiedegöller, aber eine Tankstelle. Was soll der Kranwagen hier an der Dings und an der Rampe? Kann mir das mal einer sagen? Sowas stellt man doch im freien Gelände dahin, oder wo er dann abgeladen werden kann. Leute, ich hab's geschafft. Er ist da. Zeitmäßig sind wir auch aktuell. Gehen wir doch mal jetzt erstmal wieder ins Büro. Das interessiert keinen Menschen hier. Und wie gesagt, war das mal die letzte Tour heute. Ich gucke nochmal nach, was der jetzt vielleicht für morgen oder was weiß ich, wann ich das hier wieder fahre. Nach Utah. 800. 1000. 1600. Das wird sowieso nichts werden hier. Wir werden das jetzt endlich mal abspeichern. Kraft nennt sich hier Everett. So, das speichern wir. Dann kann er das auch nämlich auch laden. So, schön gemacht. Ich werde dann hier mal rausgehen aus dem Spiel. Bedanke mich alle, die mal ganz kurz vorbeigeschaut haben. Bedanke mich auch alle an die, die vielleicht das Video mal anschauen würden, wollen, möchten. Und wie gesagt, sollte euch der Film gefallen haben, dann, wie gesagt, dann, lasst ruhig einen kleinen Follower da. Da unten ist ein kleines Herzchen. Drückt ruhig drauf. Ich würde mich freuen. Und wie gesagt, jetzt mache ich mir ein schönes Käsebrötchen. Dann werde ich die Füße hochlegen. Dann werde ich mir eine schöne Flasche Wasser schnappen. Und werde mir gleich den Film angucken. Also, ich sage Tschüss. Der Hamburger sagt Tschüss. Wir sehen uns die Tage. Bis dahin. Bye bye.